Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte, ich sollte mal wieder ein kleines Mami-Video machen und habe dem letzten Mal ein bisschen aussortiert, was ich denn alles so von Finns Sachen vielleicht weggeben kann. Und dabei ist mir auch dieses Buch hier in die Hände geraten und das ist ein mega cooles Buch. Und zwar geht es da um meine Schwangerschaft. Ich habe da also von Anfang bis Ende immer meine Gefühle aufgeschrieben, meine Gelüste und wie es mir sonst so ging. Und ich dachte, das ist bestimmt auch für die ein oder andere werdende Mami ganz interessant, mal zu wissen, was auf sie zukommen könnte. Und wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. In the dark we stand apart, we never see that the things we need. Wir werden das jetzt einfach mal zusammen durchgehen und ja, ein paar Sachen lasse ich vielleicht privat, da müssen wir mal schauen. Aber ihr werdet auf jeden Fall einiges mitkriegen, wie es mir damals ging. Und wundert euch nicht, ich hatte damals noch eine ganz andere Aussprache und ich war auch ein bisschen unreifer, glaube ich. Also als ich das nochmal durchgeschaut habe, ist mir eigentlich erst aufgefallen, wie sehr ich mich durch Finn eigentlich verändert habe. Und ja, also ihr braucht keine Angst haben, es wird nicht mit Schimpfwörtern oder so um sich geschmissen. Aber man merkt es einfach. Ihr könnt mir ja mal selber in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Verwandlung auch merkt, dass ich mich doch ziemlich verändert habe. Übrigens, auf die Idee bin ich gekommen, weil ich vor 2 Jahren oder sogar 3 auf dem Kanal von Nikki's Beauty World so ein Video gesehen habe. Sie hat es auch mal gemacht. Ich weiß nicht, ob sie sogar das gleiche Buch hatte. Da bin ich mir nicht mehr sicher. Es ist einfach schon sehr lang her. Den Kanal findet ihr in der Infobox. Denn vielleicht ist es noch da. Ich weiß nicht. Es war ein sehr altes Video. Könnt gerne mal vorbeischauen und Grüße da lassen. Also jetzt fangen wir erstmal an. Das ist ein Buch, das heißt So schön schwanger und ja, mein Schwangerschaftstagebuch. Vielleicht finde ich es auf Amazon, da kann ich es euch auch verlinken. Und ja, ich würde wirklich jeder Schwangeren raten, sie soll das machen, denn als ich wieder durchgeblättert habe, es war einfach so mega interessant. Da sind einfach auch so Kleinigkeiten drin, an die man sich einfach sonst nicht mehr erinnern könnte. Ich bin sehr glücklich, das gemacht zu haben. Das ist eine ganz tolle Erinnerung. So, ihr werdet mich jetzt gleich nicht mehr sehen, denn ich werde den Fokus natürlich auf das Buch hier halten. Ihr werdet mich hören. Ich hoffe, das reicht euch. So, dann fangen wir jetzt mal an. Und zwar geht es hier einfach damit los, wie mein Name ist, wie alt ich war und dass es meine erste Schwangerschaft war. Dann, ich werde Mama. Wie und wann ich mich das erste Mal schwanger fühlte. Schwanger fühlte ich mich eigentlich nicht. Mir sind nur Veränderungen aufgefallen. Ich hatte das erste Mal im Leben Rückenschmerzen, nachdem ich Alina hochhob. Das ist übrigens meine kleine Nichte. Die war da zu dem Zeitpunkt 2,5 ungefähr. Doch ich dachte, ich bin das Gewicht einfach nicht mehr gewohnt. An einem Wochenende habe ich Erdbeersekt getrunken und bekam sofort Sodbrennen. An diesem Abend hatte ich kaum was getrunken. Trotzdem fühlte ich mich von da an jeden Tag wie verkatert. Übelkeit. Meine Brüste taten weh und wurden größer. Außerdem hatte ich Unterleibskrämpfe und dachte, bald würde meine Periode kommen. Also das mit dem Sekt, da erinnere ich mich noch ganz genau dran. Es war so, dass ich mit 2 Freundinnen weggehen wollte und ich habe mir ein Glas Sekt eingeschenkt und habe da 2, 3 Schlücke genommen und bekam Vollsodbrennen und habe dann gar nichts mehr getrunken, weil es einfach nicht schön war. Und Gott sei Dank war das so und es ist schon erstaunlich, wie der Körper sich schon vor sowas dann schützt. Finde ich. Also ich fand es echt krass. Aber wie gesagt, ab da an ging es mir dann auf einmal voll blöd. Jeden Tag war mir einfach übel, als wäre ich verkatert. Und ja, das meinte ich übrigens mit der Ausdrucksweise gerade so. Ja. Und wann ich den Schwangerschaftstest gemacht habe. Durch Zufall fiel mir auf, dass ich überfällig war. Dada glaubte nicht daran. Dada ist Paddy. Ich nenne ihn so. Da gibt es eine lustige Geschichte dazu, die erzähle ich euch vielleicht mal. Aber nur, dass ihr einfach wisst, wer damit gemeint ist. Dada glaubte nicht daran, besorgte aber einen Frühtest. Ich ging ins Bad und Dada wollte mit, weil er Angst hatte, ich könnte es falsch machen. Natürlich habe ich ihn trotzdem alleine gemacht. Also natürlich konnte ich da keinen dabei brauchen. Und der hat dann unten im Wohnzimmer gewartet, das weiß ich noch ganz genau. Und die Geschichte war so, dass wir durch Zufall, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hatte ich sein Handy dabei und er glaubt meins. Und er hat auf seinem Handy so einen Zykluskalender gehabt. Und ich habe da einfach aus Neugier dann halt mal drauf geschaut und da stand, dass ich glaube, vor 5 oder 6 Tagen hätte meine Tage kriegen sollen. Und ich dachte eben jeden Moment, dass ich sie bekomme, weil ich schon so Unterleibskrämpfe hatte. Meine erste Reaktion, als er positiv war. Ich legte ihn neben den Nachttisch. Dada stellte einen Countdown auf 5 Minuten. Mir hat es aber nach 3 Minuten gereicht und ich sah drauf. Beide Streifen waren deutlich erkennbar und ich erschrak und sagte, oh Gott. Dada glaubte es nicht und holte 4 weitere Tests. Wie gesagt, Finn war ja in diesem Zeitraum noch nicht geplant. Es war immer geplant, dass wir Kinder kriegen, aber eben nicht zu dieser Zeit. Und deswegen war das schon ein kleiner Schock am Anfang, muss ich sagen.
wie ich es meinem Partner gesagt habe und wie er reagiert hat. Zwei habe ich noch am selben Tag gemacht, also Schwangerschaftstests. Wir haben ein bisschen übertrieben. Die anderen mit Morgenurin. Ich wollte den Test machen, weil ich beruhigt sein wollte, da das gerade gar nicht passt. Schule, Schulden und so weiter. Aber wann ist schon der richtige Zeitpunkt? Weil ich so geschockt war, traute da, dass ich nicht so recht sich zu freuen, bis ich ihm sagte, dass er das darf. Wir riefen dann gleich den Frauenarzt an und machten einen Vorsorgetermin. Wir haben schon oft darüber geredet, wie es später mit unseren Kindern wird. Ob du jetzt 3 Jahre früher oder später kommst, macht also keinen Unterschied. Du bist nicht geplant, aber gewollt. Ein Test zeigte 3+ an, also war ich über 3 Wochen schwanger. Wie gesagt, war am Anfang ein Schock, aber eigentlich kam es für uns beide nicht in Frage abzutreiben und da wir es eigentlich ja eh wollten, aber nicht zu der Zeit, war es so. Und ich weiß auch gar nicht mehr, was mit Schulden gemeint ist, weil eigentlich hatten wir keine. Naja, ich überreagiere manchmal ein bisschen. Und wie ihr seht, mache ich jetzt trotzdem eine Ausbildung und alles klappt wunderbar. Und es macht überhaupt nichts, dass er jetzt schon da ist. Entschuldigt meine Sauklaue, ich weiß, es ist nicht so schön. Das ist unser erstes Kind, ja. Wie unsere Kinder, unsere Familie reagiert haben. Katrin war etwas geschockt, weil sie wusste, wie ich alles ursprünglich geplant habe. Hochzeit, dann Kind und Schule fertig. Hat eben keiner erwartet. Ja genau, eigentlich wollte ich immer zuerst heiraten und dann ein Kind und ja, wie das Leben so spielt. 9.5.2013 habe ich es meiner Mama gesagt. Sie hat nicht viel gesagt, weil sie nicht damit gerechnet hat. Sagt es jetzt aber jedem stolz und überlegt schon, was sie strickt. Am 17.6. haben wir es da das Mama gesagt. Sie hat sich gefreut, aber man merkte die Enttäuschung, dass sie es so spät erfuhr. Seiner Schwester sagte er es da alleine, trotz anderer Absprache. Einfach nur fies. Also da haben dann schon die Hormone angefangen und ich habe mich ganz schnell schlecht behandelt gefühlt. Und ja, da werden wir später in einem anderen Kapitel noch mehr davon sehen, weil ich habe immer absolut nicht eingesehen, dass ich mich jetzt anders verhalte oder dass das an den Hormonen liegt oder wie auch immer. Welchen Freunden ich es noch gesagt habe und wie sie reagiert haben. Dine war auch verwirrt, freut sich jetzt aber sehr und findet den Namen, den wir schon für dich haben, schön. Ruben und Jessie freuen sich auch für uns. Lisa findet uns auch toll und Annabelle, die selber letztes Jahr ein Kind bekommen hat, gibt mir jetzt schon Tipps. Jetzt Sachen, die müsst ihr ja nicht wissen, ne? Genau. Der Termin, der erste Frauenarzttermin war am 2.5.2013 und da wog ich 68 Kilo und meinen Bauchumfang habe ich leider nicht gemessen. Voraussichtliche genau. ET, der 17.12.2013 wäre das gewesen, aber es kam ja anders, wie ihr wisst. Und ich denke, ich bekomme das Kind im Krankenhaus. Ich wollte eigentlich eine Hausgeburt, aber das war dem Patrick zu risikoreich und deswegen haben wir uns fürs Krankenhaus entschieden, gerade auch beim ersten Kind. Ich weiß nicht, ob ich mich dafür jetzt nochmal entscheiden würde. Jetzt, wo ich erfahrener bin, weiß, was auf mich zukommt beim zweiten Kind. Weil es da eine tolle Wanne gibt, man die ersten Tage alles erklärt bekommt, Ärzte bei Notfällen zur Stelle sind und es eine PDA gibt. Also, die PDA hatte ich ja eh nicht, von dem her war das egal, aber die Tipps waren schon gut und wäre ein Notfall gewesen, ist man natürlich viel beruhigter im Krankenhaus. Wie ich mich bei meiner ersten Untersuchung fühlte, ich wusste, was auf mich zukam, weil ich Ultraschallvideos der 7. Schwangerschaftswoche angesehen habe. Bei dem Termin wurde mir ein wenig mehr bewusst, dass ich wirklich schwanger bin. Wenn man dann einfach das Herzchen sieht und sieht, wie sich's bewegt und dass es wirklich schon menschliche Züge hat, ist es einfach nochmal was ganz anderes, als es einfach auf einem Streifen zu lesen. Und das war auf jeden Fall sehr überwältigend. Die anderen sehen noch nichts, aber ich spüre etwas. Essen, das ich im Moment liebe. Schinkennudeln, Milchshake von McDonald's, Suppe, besonders chinesische Suppe, Multivitaminbonbons. Oh ja, oh mein Gott, ich weiß noch, wie schlimm das war gerade mit diesen Milchshakes. Ich habe mir immer so einen Schokomilchshake bei McDonald's geholt. Gott, habe ich den geliebt. Mein seltsamstes Gelüst bisher eigentlich keine besonderen LKW-Aufschnitt mit Senf. Als Fragezeichen, für manche ist das normal und für manche nicht. Also für uns eigentlich schon, von dem her war es auch kein Gelüst. Also was seltsam war. Meine Philosophie, wenn mich Gelüste überkommen, der Geist ist stark. Und ich muss sagen, da habe ich mich echt noch zusammengerissen. Da hatte ich vielleicht Lust drauf, aber habe es nicht unbedingt gebraucht. Das hat sich dann später auch noch geändert. Gerüche, die ich gerade gar nicht leiden kann. Gefüllte Paprika, Katzenklo, alles Geschirr, zugerauchte Räume, am besten immer Türe auf. Schweißgeruch von Nebensitzer, der nie wartet, duscht oder ähnliches. Was ich mache, wenn mir übel ist, schlafen, trockene Sachen essen, Wasser trinken und ganz viel jammern und schlafen. Ja, ich habe immer ein bisschen Wasser mit ein bisschen Zitronensaft darin getrunken, dass es ein bisschen Geschmack hat, aber eigentlich wirklich richtig geholfen hat was nicht. Also ich habe jetzt kein Womex oder so genommen. Ich habe auch wirklich versucht, weitestgehend auf Medikamente zu verzichten, obwohl ich schon oft krank war, erkältet oder so.
Und das mit den gefüllten Paprika war das. Ich glaube, da wussten wir, dass ich 4 Tage schwanger bin. Und der Paddy hat es gemacht. Und ich habe den Geruch in der Nase gehabt. Mir war eh die ganze Zeit übel. Und das war so furchtbar. Ich musste wirklich die Türe zumachen im Schlafzimmer und das Fenster auf, dass dieser Geruch bloß ganz schnell weggeht. Und ich konnte es auch ganz, ganz lange, auch nach der Schwangerschaft, noch nicht essen. Gerüche, die mir gut tun: Zitronenparfüm, Waschmittel, Blumen und Büsche und Gräser abends draußen, wenn es wärmer war. Wie sich mein Körper bereits verändert hat. Brüste sind größer und Schmerzen ohne BH. Nach Laufen sehr unbequeme Beine, die mich nicht schlafen lassen. Ich konnte es damals nicht anders beschreiben, aber vielleicht kennt ihr das, wenn ihr euch überanstrengt oder so, dass euch die Beine einfach so wehtun, dass ihr da so ein Ziehen habt oder so. Und einfach jede Position, wie ihr euch dreht und wendet, einfach trotzdem unbequem ist. Und das meinte ich damit. Nach Strecken, zum Beispiel vom Streichen, weil wir haben da ja gerade renoviert, wir sind dann hierher gezogen, wo wir jetzt wohnen, nur noch Humpeln für ein paar Stunden möglich, Rückenschmerzen, bessere Haut. Meine Haut wurde anfangs wohl besser. Und dieses Humpeln, das habe ich jetzt noch, wenn ich mich überanstrenge. Und das hat anscheinend was mit den Hormonen zu tun gehabt, die alles weicher machen. Aber irgendwie ist es bis jetzt nicht weggegangen. Nicht mehr so arg, aber ja. Kommen hier die ersten Fotos. Das war das allererste. Da haben wir dann auch das Herzchen gesehen. Und das war dann eigentlich schon das zweite. Ich habe jetzt aber beide da rein. Wir sehen siebte und zwölfte Schwangerschaftswoche. Eigentlich 8. und 13. Ja, okay. Meine erste Ultraschalluntersuchung war am 2. Mai 2013. Schwangerschaftswoche 7 plus 2. Wie ich mich dabei fühlte. Der Arzt tastete mich erst unten ab. Gefiel da überhaupt nicht. Ja, er war bei sowas noch nie dabei. Fand das halt nicht so schön. Fühlte sich aber für mich auch Stunden später noch unangenehm an. Ja, irgendwie hatte das so dagegen gedrückt und das war ein ganz, ganz blödes Gefühl und das habe ich irgendwie später, hat es da immer noch ein bisschen wehgetan, es war ganz komisch. Als müsste ich ganz dringend auf Toilette, der Arzt zeigte da ein Herz und für mich war das alles irgendwie so unwirklich, obwohl ich so viel darüber gelesen habe. Er zeigte deinen Arm und Beinansätze, hielt das Bild aber ungeschickt an, sodass man auf dem Bild nur den Körper sah. Du siehst aus wie das Auge eines Wals. Also, wenn man das sieht, hier das Auge und das ist der Wal. Und als ich das damals auf Facebook gepostet habe, da meinten auch ein paar: Oh mein Gott, du kriegst einen Wal. Aber da hat man es doch schon ganz gut erkannt dann später. Ich liebe dich, mein Baby. Heute ist der 6.6.2013, Schwangerschaftswoche 12 plus 2. Also, mein Frauenarzt hat keinen Herzschlag gemessen bis zum CTG eben. Und deswegen habe ich hier auch noch das Datum dahinter geschrieben, wann ich dann zum ersten Mal wirklich das Herz von Finn schlagen hören durfte. Und ja, heute war die größere erste Untersuchung. Du hast beim Ultraschall kaum stillgehalten. Wir konnten deinen Fuß bewundern und deine Wirbelsäule und Rippen sehen. Andauernd hattest du eine Hand im Gesicht, wie ich auch immer. Der Arzt konnte leider nur ein Bild von oben ohne Füße und Arme machen, weil du so gezappelt hast. Habe endlich den Mutterpass bekommen. Es war unbeschreiblich. Eigentlich schon, ich kriege ihn in der 7. Woche. Dem war aber nicht so. Manche kriegen den schon so früh. Unser Arzt wollte da wohl kein Risiko eingehen, falls doch noch irgendwas passiert. Und dann habe ich ihn aber da endlich bekommen. Und das ist irgendwie auch so ein Meilenstein für mich gewesen, dass ich jetzt endlich einen Mutterpass habe. Und das hat alles noch ein bisschen wirklicher gemacht irgendwie. Ich war mega stolz drauf und habe mir gleich eine Mutterpasshülle bestellt. Und was ich empfinde? Mein momentaner emotionaler Zustand. Mal Sonne, mal Regen. Worauf ich mich freue? Auf ein Leben in einer schönen, isolierten, warmen, sauberen Wohnung. Auf dich. Ja, in dem Haus, in dem wir vorher gelebt haben, da hat es sehr, sehr gezogen. Das Haus war überhaupt nicht isoliert, die Fenster waren sehr alt und es war so, wenn Wind kam, dann hat es wirklich die Gardinen nach vorne geblasen. Deswegen haben wir uns letztendlich auch entschieden, dass wir umziehen. Außerdem durch das, dass das alles so schlecht isoliert war, kamen manchmal so Zementbröcke runter und deswegen sauber und warm eben auch, weil die Isolierung, wie gesagt, nicht vorhanden war und es eigentlich nicht richtig warm war. Und deswegen sind wir einfach umgezogen und das war dann alles gut. Vor Geldsorgen, meiner Schulbildung und damit späterer Job, dass du nicht gesund bist, waren da meine größten Ängste. Ja, das war einfach wieder das, dass es ungeplant war. Einfach, ob man das alles schafft finanziell und mit der Schulbildung. Ja, ich konnte die Schule ja nicht fertig machen. Es war auch ungewiss, was ich danach dann machen möchte oder machen soll, ob ich die Schule fertig machen soll und kein Geld verdiene oder eine Ausbildung anfange, ob mich überhaupt jemand nimmt ohne diese fertige Schule. Und ja, wie ihr wisst, waren die Sorgen jetzt alle unbegründet. Uns geht's gut, wir sind glücklich und haben Jobs und alles ist gut. Ich war so müde, sage ich euch, wirklich.
was ich unternehme, damit ich mich besser fühle. Nichts, meistens im Bett sitzen, liegen, nachts wach, um 8 Uhr wieder bis 14 Uhr schlafen, um 21 Uhr bis 0 Uhr schlafen und wieder von vorne. Also ich habe nie wirklich lang geschlafen am Stück. Naja, okay, 5 Stunden könnte man schon als lang sehen. Aber halt immer wieder in Etappen so. Ich war einfach nur müde, wirklich. Alles war so anstrengend und das halt schon da. Man darf nicht unterschätzen, wie sich der Körper benimmt, wenn er einen kleinen Menschen schafft. Das ist echt krass. Okay. Andere nennenswerte Veränderungen. Ich spüre über dem Schambein eine festere Erhöhung, Brüste von B auf C gewachsen, öfter mal Kopfschmerzen, blöder Schlaf, emotional, Verstopfung, Schmerzen am Schambein, gelegentlich. Ja, ich denke, dazu muss man nicht viel sagen. Die Schambeinschmerzen, die kommen übrigens auch von der Dehnung. Das wird ja alles ganz weich, dass der Kopf da später durchpasst und das nennt man Symphysenschmerzen. Die hatte ich wirklich von Anfang bis Ende. Ich erinnere mich da wirklich nicht mehr so gut dran, aber wenn ich das lese, dann kommt es wieder. Momentaufnahme meines Lebens. Musik, die ich gerade gerne höre. Taylor Swift Album, Antenne 1 SWR3. Ja, das sind eben so die Radiosender und Taylor Swift liebe ich eigentlich schon immer. Ich mag dieses schnulzige Zeug. Filme, die ich mir angeschaut habe. Sailor Moon, Hör mal, wer da spricht. Resident Evil, andere Horrorfilme. Vampire Diaries, Grey's Anatomy, The Walking Dead, Being Human. Genau, Bücher, die ich lese. Schwangerschaftsbuch, Ratgeber, Rauchen-Aufhörbuch. Ja, also ich habe am Anfang dann noch geraucht. Ich wusste ja auch nicht, dass ich schwanger bin. Hätte ich mich darauf vorbereitet, hätte ich auf jeden Fall davor aufgehört. Jetzt kam es aber so und ich musste einfach so schnell wie möglich aufhören. Und ja, deswegen dieses Buch und Schwangerschaftsbuch einfach, weil ich mich über alles informieren wollte. Ich wollte alles wissen, ich wollte alles perfekt machen. Ich war einfach total euphorisch. Ich habe da noch kein Bauchbild gemacht und das liegt einfach daran, dass ich noch keinen Bauch hatte. Man hat mir sehr lange nicht angesehen, dass ich schwanger bin. Und wenn ich jemandem gesagt habe, wie weit ich bin, hat es mir auch keiner geglaubt. Jetzt ist das erste Drittel meiner Schwangerschaft schon vorbei. Und ich bin glücklich darüber und hoffe, dass nun endlich die Beschwerden aufhören. Weil es heißt ja, am Anfang geht es einem blöd, dann geht es einem wieder besser und dann geht es einem wieder blöd. Außerdem sinkt das Fehlgeburtrisiko. Ich will Alina endlich wiedersehen, meine Nichte, die habe ich sehr vermisst. Die habe ich quasi halbe mit aufgezogen. Und habe die einfach da schon länger nicht mehr gesehen durch den Umzugsstress und alles. Gehe aber nicht raus, weil ich zu müde bin oder mir schlecht ist. Also ich war irgendwie so ein bisschen ans Haus gefesselt, weil ich mich einfach nicht aufraffen konnte. Mir ging es einfach so blöd, ich fühlte mich so dauerkrank irgendwie. Ich meine, es war bei Gott nicht so schlimm wie bei anderen mit Hyperemesis oder so. Aber mir ging es einfach nicht gut. So, nun können wir es allen sagen. Nach der Untersuchung morgen kann ich es auch meiner Mama sagen, 6.06.2013. Vielleicht sagt das Papa auch seiner Mama. Der Rest, der uns nahe steht, weiß es schon lange. Ich wusste eben auch nicht, wie meine Mutter da reagiert, eben auch wegen Schule und allem und ich habe mich nicht richtig getraut, ihr das zu sagen, aber es war eigentlich total unbegründet, weil ja, sie war nicht böse oder irgendwas. Ich fühle mich eher wie ein Meerungeheuer. Ja, ich habe mich furchtbar gefühlt, wann ich mehr oder weniger explodiert bin. Bin in der 19. Schwangerschaftswoche und noch bin ich nicht explodiert. Stand 20.07.13. 24 plus 5 Nachtrag, langsam sieht man ein bisschen was, wie es sich anfühlt, rund zu werden. Ich habe weniger Selbstvertrauen, weil ich einfach nur nach zu viel gefuttert aussehe. Hoffentlich ändert sich das bald. Also ich wollte schwanger aussehen und nicht, als wäre ich fett. Und ich sah einfach aus, als wäre ich fett. Das hat mich sehr gestört. Welchen Sport betreibe ich und wann? Keinen. Putzen? Spazieren. Vielleicht hätte ich Sport machen sollen, dann hätte ich nicht so viel zugenommen. Wann ich mein erstes Schwangeren-Outfit getragen habe. Am 10.8., weil meine Schenkel zu dick für normale Hosen geworden sind. Und das passiert anscheinend vielen Schwangeren und liegt einfach daran, dass man Wasser zunimmt und erstes in den Schenkeln ab. Gerade ist mein liebstes Kleidungsstück der Umstands-BH, weil dank ihm nichts mehr wehtut. Ja, meine Brüste taten einfach total weh von den Bügeln und es war wirklich eine richtige Erleichterung, das weiß ich noch. So sieht mein Bauch jetzt aus. Immer noch kein Bild, weil man immer noch nichts sah und ich einfach dick aussah. Und genau, das ist jetzt der Gastbeitrag von dem Papa, was er dazu meint und ja, wie ich mich fühle. Ich bin sehr stolz und muss es jedem erzählen. Anfangs hatte ich Angst, aber das hat sich mittlerweile gelegt. Die Freude auf dich ist größer. Worauf ich mich freue, dich endlich in meinen Armen zu halten und dich und Mama voller Stolz mit nach Hause zu nehmen. Wovor ich Angst habe, dass es dir und Mama nicht gut geht, dass du Krankheiten hast und oder einen plötzlichen Kindstod erleidest. Ja, also er hatte wirklich sehr Angst davor, weil die Hormone inzwischen richtig eingeschossen sind, wachsen mir Haare an seltsamen Stellen. Ja, ich habe so am Bauch einfach so ein paar Haare bekommen, voll seltsam und voll eklig, aber mein Gott, sitzt eben mit Hormonen und oh mein Gott. Andere interessante Veränderung. Ich mag süße Sachen und bin müde. Gleich nach dem Aufwachen, Krampfadern. Aus blauen Flecken werden Blutergüsse, bessere Durchblutung, Sodbrennen.
Ich creme meinen Bauch mit Freiöl mit Mangogeruch. Oh mein Gott, das ist so gut gerochen. Oder die Verwöhnbutter von Hip, glaube ich. Oh, die roch auch so mega gut. Aber leider hat es nichts gebracht. Ich habe trotzdem Streifen bekommen. Die Gefühlsschwankungen sind vergangen und vergessen. Die Schwangerschaft hat mich in einen Buddha verwandelt, körperlich und geistig. Ja, Buddha. Im Sinne von Entspannung schon, weil ich die ganze Zeit nur geschlafen habe. Ich fühle mich wieder gut und habe so gut wie keine Beschwerden mehr. Plus da bildet sich Gefühlsschwankungen bei sich selber ein und sagt dann, dass ich welche hätte. Co-schwanger und macht mir das Leben nicht gerade einfacher. Heute 8.8.2013 kann ich sagen, dass da sich endlich zusammenreißt und jetzt ist alles total toll. Also ich finde, schon in diesem Abschnitt sieht man total, wie schwankend doch meine Gefühlswelt doch immer noch war, obwohl ich es da nicht zugegeben habe, weil ich einfach alles auf ihn schiebe so und dann ist aber doch alles wieder gut und ja. Ein bisschen schizophren, würde ich sagen. Mein Appetit ähnelt dem eines Scheunendreschers und das war echt so. Ich hatte ein Loch im Magen, ich konnte essen, 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 ich war einfach nicht satt. Es war so krass, wirklich. Ja, Obst, Kuchen, Eispudding, also einfach nur süße Sachen fast. Mettwurst, ja, bitte steinigt mich nicht, ich habe manchmal Mettwurst gegessen. Aletebrei, oh, da gibt es einen leckeren Brei. Ja, genau. Nutella-Brot und Milch und das sind eben Sachen, warum man dann vielleicht auch so zunimmt, ne? Wie ich schlafe auf der rechten Seite. Ich schlafe jetzt eigentlich gut. Das sollte sich noch ändern, aber da war das noch gut. Ich habe dich gespürt, wann du dich das erste Mal in meinem Bauch bewegt hast. Vor circa 2 Tagen, den 18.07. Ein sehr komisches Gefühl. Das hat sich so angefühlt. Irgendwie glitschig. Ein leichtes Klopfen und man kann es auch über meinen Bauch schon fühlen. Ja, es fühlt sich irgendwie glitschig an. Also wenn man da die Hand drauf hat, ja, es ist schwer zu erklären, aber ich fand und finde immer noch, es fühlt sich glitschig an. Wann du mir den ersten kleinen Tropf hast, vor circa einer Woche. 1.8.2013. Du magst es nicht, wenn ich WoW spiele. Die anderen Leute behaupten, mein Bauch ist, ich habe noch keinen, also ich hatte immer noch keinen. Alle denken, du wirst ein Junge. Ich selbst denke, du wirst ein Junge. Und? Drunter geschrieben, du wirst ein Junge. Sollen wir uns sagen lassen, ob du ein Mädchen oder ein Junge wirst? Auf jeden Fall, so kann ich endlich Sachen einkaufen und mich emotional richtig auf dich einstellen. Aber egal was du bist perfekt für uns. Mein Partner findet das auch und darauf haben wir uns geeinigt. Er ist stolz, dass du ein Junge bist. Dabei konnten weder er noch ich das beeinflussen. Dass wir das Geschlecht beide wissen wollten, war von Anfang an klar. Und das wäre für mich auch immer noch klar, weil ich es einfach wissen will. Ich bin kein Mensch von Überraschungen. Ich mag das einfach nicht. Der neueste Schnappschuss. Genau, das ist der Kopf und der Daumen und da auch der Kopf und da ist die Hand. Da ist das Geschlechtsteil. Genau. Also meine zweite Ultraschalluntersuchung war am 31.07. um 12 Uhr um 20 plus 1. Du bist jetzt schon deutlich fotogener. Ich erkenne auf dem Bild ganz deutlich, wie du am Daumen genuckelt hast. Hoffentlich kann man dir das wieder abgewöhnen. Der Arzt fragte uns, was wir denken, was du wirst. Wir waren uns. So, meine Lieben, wir sind jetzt fast bei der Hälfte dieser Schwangerschaft. Ich möchte nicht, dass das Video übelst extrem lang wird. Deswegen werden wir es auf jeden Fall in 2 Teile stecken, machen. Ich hoffe, ihr fandet das interessant. Wenn ihr das interessant fandet, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann gibt es auch noch über die Geburt und eben das letzte Drittel der Schwangerschaft etwas. Wieder eine Momentaufnahme, was so passiert ist. Wichtigste Neuigkeit im Moment. Ich habe das Rauchen aufgehört, endlich nach Schwäbisch Hall gezogen. Nähen angefangen und Führerschein, Wickeltasche genäht. Mein voller Stolz. Oh, auf die war ich sehr stolz, auf die Wickeltasche. Also nicht die Windeltasche, sondern eine Wickeltasche, die ich selber gemacht habe. Schwangerschaftsratgeber, Nähatelier, Nähen lernen, im Handtuch drehen, Katzenratgeber. Außerdem singe ich schon immer lieber selber, deswegen sind wir die Chartmusikzeug eigentlich nicht so wichtig. World War Z, Final Destination, Mütter am Limit, Paranorman, Juno und True Blood. Also ich mag Horrorfilme und das hat sich in der Schwangerschaft nicht geändert. Wieder kein Bauchbild, weil keiner da war. Langsam kommt der Bauch, okay. Jetzt ist das 2. Drittel meiner Schwangerschaft schon vorbei und langsam kommt der Bauch. Trotzdem ernte ich viele verwunderte Blicke, wenn ich sage, dass du schon im Dezember kommst. Langsam kaufen wir Sachen ein. Diesen Monat soll noch dein Zimmer fertig werden und am Montag fahren wir extra 300 Kilometer, um dein Kinderzimmer abzuholen. Langsam wird alles realer und ist schon so greifbar nah. Angst vor Schmerzen und was auf mich zukommt, habe ich langsam immer öfter und hoffe, dass der GV mich besser informiert. Geburtsvorbereitungskurs soll das übrigens heißen, ja? Informiert und mir die Angst etwas nimmt. Da stehen jetzt vertraulichere Sachen, die möchte ich euch jetzt nicht so gern zeigen.
Wir sind jetzt bei der 25. bis 30. Woche, das heißt, wir haben noch 15 Wochen vor uns. Wenn euch das interessiert, dann schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare, denn ich werde das Video hier jetzt auf jeden Fall mal beenden, denn sonst wird es echt zu lang, zu langweilig und zu blöd. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr die nächsten 15 Wochen und die Geburt auch noch sehen wollt, wie ich sie einfach empfunden habe. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal.